Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToolsTV. Mein Name ist Sebastian und heute widmen wir uns genau dem, was wir jetzt hier sehen, nämlich der Sonderkappstellung bzw. der Sonderschnitthöhe. Denn ich habe das Gefühl, dass 99,9% von euch nicht wissen, warum man das benutzt, wozu das da ist und was der große Vorteil davon ist. Wir haben heute also die Werkzeugfrage, weil sie hat sich so stark aufgedrängt, nämlich zum Teufel, wozu brauche ich denn das hier? Das braucht doch kein Mensch, was soll denn das hier? Und zwar war es folgendermaßen, wir haben diese Säge hier gegen die GCM12 GDL von Bosch verglichen und rausgearbeitet, welche von beiden jetzt besser ist, wer welche Vor- und Nachteile hat. Und da unter anderem war es so, ich muss mich mal kurz zur Seite, dass hier bei Makita ich gesagt habe, einer der großen Vorteile dieser Säge ist die Sonderschnittstellung. Nämlich, hier haben wir eine enorme Höhe von, wenn ich mich richtig erinnere, 16, 18 cm. Wir messen es gleich nochmal nach, die wir es hochkant stellen können. Und ich glaube auch 4, 5, 6 cm in der Tiefe. Und können das so entsprechend durchsehen. Und haben ganz viele gesagt, was soll denn das? Das kann die Bosch doch auch. Beziehungsweise, ich nehme das Holz einfach und lege es so hin und kannst du noch auch durchsägen. Aber darum geht's nicht. Und genau warum das so eigentlich die falsche Denkweise ist, darüber reden wir heute. So, ich habe das Ganze nochmal nachgemessen zur Sicherheit. Wir haben hier an der Stelle, ist aber schwer. Wir haben hier an der Stelle eine Sonderschnitthöhe, hier, also Höhe von 18,5 cm. Eine Tiefe hier zwischen von rund 6 cm. Nämlich genau das hier, dieser Bereich ist die Sonderschnittstellung. Wir haben nämlich hier ja den Motor, hier den Aufhang vom Motor, da ist genau der Mittelpunkt auch vom Sägeblatt. Und wenn wir jetzt an der Stelle sägen, ja, wenn wir so normal sägen würden, wäre das ja so, dann passt hier ja kaum was dazwischen und ich habe hier eine Limitierung. Das heißt, ich kann ja hier jetzt nicht sägen. Ja, das geht relativ schwer, das könnte jetzt auch gerade noch so funktionieren. Ergo, das hier unten ist meine Limitierung, ja, der Punkt. Wenn ich jetzt aber höher schneiden möchte, muss ich ja nur das Ganze hier festhalten. Theoretisch hier festhalten und hier jetzt entsprechend kappeln. Ich zeige euch das mal. Moment, Sekunde. So, also ich könnte jetzt hier das einfach so runterkappen. Moment, so, von der Seite ist gar nicht so einfach. So, und jetzt aber jetzt wabbel ich hier so ein bisschen rum, ja. Und deswegen gibt es die sogenannte Sonderschnitthöhe bzw. Sonderkappstellung, die man hier einstellen kann. Und dazu kommst du bitte ein bisschen dichter. Und zwar ist das hier an der Stelle. Ich nehme diesen Hebel, drücke ihn nach vorne und dann habe ich hier jetzt die richtige Position. Also genau hier. Weil jetzt, wenn ich das jetzt so nutze, hier brauche ich hier nur entsprechend gegendrücken. Man kann hier ganz normal runterarbeiten und habe hier jetzt die Sonderkappstellung. Ja, darum geht es eigentlich. Das heißt, ich habe diesen Bauraum. Wir haben also jetzt gerade mal geklärt, was ist die Sonderkappstellung. Das haben einige Sägen, aber manche auch eben nicht. Zum Beispiel die von Festool, die KS120 hat auch so eine Sonderkappstellung. Denn der Name KS120 steht dafür, dass es in der Sonderkappstellung oder Sonderschnitthöhe entsprechend hochschneiden kann, nämlich 120 mm. Und jetzt ist die Frage, aber warum ist das denn überhaupt relevant? Das macht auch gar keinen Sinn, ich kann das Ganze doch hinlegen. Und zwar ist es einfach so, dass du immer die Frage stellen möchtest, wo an dem Holz lässt du unter Umständen Ausrisse zu? Und zwar ist es so, wenn wir jetzt mal das Stück Holz uns jetzt mal annehmen. Nehmen wir mal an, ich lege das hier entsprechend hin. So. Und so liegt es hier auf der Säge drauf und ich säge jetzt hier durch. Wenn ich jetzt hier säge, geht das Sägeblatt ja diesen Weg. Ja, genauso. Moment, ich hole mein Sägeblatt. Also ich habe hier jetzt das Sägeblatt und so bewegt sich das. Das heißt, so bewegt sich das auch durchs Holz. Und jetzt stellt euch folgendermaßen vor. Es taucht jetzt hier ein. Ja, taucht hier ein und sägt jetzt hier so durch. Sägt, 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 sägt. In dem Moment habt ihr eine Bewegung, die hier auf das Holz runterdrückt. Also hier, das Sägeblatt taucht hier ein und hier passieren keine Ausrisse in dem Moment. Hier passiert das nicht. Ja? Nämlich ihr taucht hier ein und drückt hier das Holz so nach unten. Hier ist es auch so. Schaut mal hier. Wenn ich an der Stelle bin, dann drücken wir das Holz immer nach unten. Selbst an der unteren Seite ist es so, dass ihr einen gewissen Druck immer nach hinten habt. Aber wenn ihr das so macht,
ja, so, taucht hier das Sägeblatt wieder aus. Hier taucht es aus. So. Und in dem Moment ist es so, dass hier hinten an der Stelle Ausrisse passieren. Ja? Das heißt also, ihr habt hier in der Regel nie Ausrisse, da eigentlich auf keinen Fall, hier eher auch nicht, aber hier an der Stelle. Das heißt, wir haben gerade festgestellt, dass hier an der Rückseite, in dem Fall, ja, an der Rückseite hier, wenn das Sägeblatt hier austaucht, und die Holzfaserrichtung ist ja hier in diese Richtung. Das heißt, wenn wir das jetzt uns so anschauen, liegt das Holz, liegen die Holzfasern so. Und jetzt taucht hinten das Sägeblatt aus. Dann kann es dazu kommen, dass hinten Ausrisse passieren. Das heißt, das Holz franzt ganz leicht nach hinten aus. Du hast also hier Ausrisse, Fransen oder. Und jetzt, ihr kennt ja Nut- und Federbretter, wie zum Beispiel Rauschbund oder ähnliches. Da ist es so, dass ihr ja, ähnliche Strukturen wie hier habt. Ja, wie das hier. Wenn ihr jetzt das hier entsprechend so hinlegt und die Säge so sägt, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das hier hinten einfach wegbricht. Das bricht einfach nach hinten weg und dir fehlt ein Stück von der Feder, ja, von der Nut entsprechend. Das kann aber auch mit der Feder passieren, wenn ihr es andersrum legt oder. Das heißt, das, was hier hinten ist, ist immer gefährdet, dass hier etwas wegreißt. Und jetzt ist die Frage, jetzt könntest du mir noch sagen, naja, wo ist das relevant? Der relevanteste Punkt ist folgendes, und zwar zum Beispiel beim Schneiden von Sockelleisten. Wenn du eine Sockelleiste hast, und nehmen wir ein Beispiel, ja, jetzt ist das hier die Sockelleiste meinetwegen, ist das so, dass die Sockelleiste soll ja von oben auf jeden Fall gut aussehen, von vorne gut aussehen und von unten. Und wenn du hier zu große Ausrisse hast, dann siehst du, würdest du es ja unter Umständen auch sehen. Oder du hast zum Beispiel Deckenleisten. Und es gibt ja Sockelleisten schon bis enorme Höhen, also 5, 6, 7, 10, 11, 12 Zentimeter sind ja heutzutage gar nichts mehr. Und dementsprechend brauchst du eine gewisse Schnitthöhe. Und dafür, oder auch wenn du andere Anwendungen hast, wo du sagst, diese Dinge müssen alle ganz bleiben. Und dann nimmst du das Ganze, tust es hier so hinein und schneidest es genau so. Auf die Art und Weise ist es so, dass diese Kante hier perfekt ist, diese Kante und die untere, und du hier nur nach hinten Ausrisse hast. Und das ist genau das Thema. Das heißt, du musst für dich entscheiden, wo sind sollen die perfekten Kanten sein und wo ist es nicht schlimm, wenn gegebenenfalls mal ein Ausriss passiert. Denn du kannst es gerade bei weichem Holz eigentlich kaum verhindern. Und dann gerade je dünner das Holz wird, umso eher wird auch so etwas passieren, dass es dann doch auf einmal nach hinten wegreißt. Und genau dafür brauchst du das. Ich mache jetzt mal einfach mal einen Schnitt, dann siehst du das vielleicht auch schon. Seht jetzt hier an der Stelle die Ausrisse, weil es stand entsprechend so und dann ist hier die entsprechende Stelle. Und wenn das jetzt die Sockelleiste wäre, hätten wir hier eine perfekte Sockelleiste. Das hier hinten, ja, es liegt an der Wand und interessiert uns nicht und haben hier eine wunderschöne Optik. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal nochmal in groß an. Auch hier seht ihr jetzt wieder, nach hinten sind die Ausrisse da. Hier die anderen Ecken sehen alle perfekt aus. Du siehst also, man sollte das Thema nicht abtun. Das macht wirklich Sinn. Je natürlich auf kommt natürlich auf deine Anwendungsmöglichkeiten an, beziehungsweise das, was du mit der Säge machen willst. Wenn du immer nur liegendes Material brauchst und dir das hintere Stück egal ist, wie es dort aussieht, dann ist es wirklich wurscht. Wenn du aber gerade solche Stücke Holz zum Beispiel auch im Sichtbereich verwenden möchtest, das von außen etwas verkleiden möchtest und hier mehrere Hölzer untereinander setzt, dann möchtest du weder oben noch unten noch vorne irgendwo Ausrisse haben, sondern es soll natürlich perfekt sein. Und genau dafür brauchst du diese Schnitthöhe. Das geht auch gar nicht um diese Säge, das haben auch andere Sägen, das ist wunderbar. Und worauf ich eigentlich am meisten eher hinaus möchte, ist folgendes, und zwar sei dir bewusst, wie dein Sägeblatt, also dein Blatt, das Holz bearbeitet. Das heißt, wohin
zieht er entsprechend Späne, wohin zieht er, also wo taucht er ein und wo drückt er entsprechend gegen. Und genau das ist das Thema, das sollte dir immer bewusst sein, bei der Tischkreissäge zum Beispiel. Das ist so, dass nach unten die Ausrisse passieren. Ober eine Handkreissäge oder. Und genau dafür gibt es hier diese Lösung, die finde ich sehr clever gemacht ist und die man einige Male wirklich sehr sinnvoll einsetzen kann. Und genau das hat zum Beispiel die GCM 12 GDL nicht in dieser Form und nicht so einfach. Und deswegen war das hier für die Säge ein Vorteil. Ich hoffe, ich konnte einige von euch vielleicht auch dafür begeistern. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und auf eure nächste Werkzeugfrage. Und jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.